Leute, es ist soweit. Willkommen zur... Warte, ich glaube, es ist die 18. Folge Undertale. Die Atmosphäre gleich mal schön kaputt gemacht. Es ist soweit. Ich habe das wahre Labor komplett durchquert. Und nun ist es Zeit, den Pazifisten-Run ein für alle Mal zu beenden. Ich stehe bereits wieder vor Asgore. Und nun werde ich ihn zum finalen Kampf herausfordern. Und ihr seid dabei. Das ist diesmal wirklich der finale Kampf. Ich weiß, this is the barrier. And this is what keeps us all trapped underground. Ich lese das jetzt mal nicht vor, das wisst ihr schon alles. Denn das ist genau dasselbe Gelaber wie vor dem letzten Kampf gegen Asgore, nachdem Flowey sich eingeschaltet hat. Weiter. I see. This is it then. Der Kampf gegen Asgore beginnt erneut. Dieses Mal ist ein endgültiger Kampf. Günther ist bereit zum Kampf. Das Zwielicht scheint wieder durch die Barriere. Es sieht so aus, als wäre die Reise endlich zu Ende. Und zwar endgültig. Ich bin mit Entschlossenheit gefüllt. Human, it was nice to meet you. Goodbye. Hä? Was? Hui! Da macht Asgore einen auf Flowey im Tutorial! Ha 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 ha! What a miserable creature, tottering such a poor innocent, ja? Ja, wenn man das Pazifist, wenn man Elfiswals Labor durchquert hat, dann wird Toriel hier noch auftauchen. Do not be afraid, my child. It is I. Es ist eigentlich, it is me, aber egal. Hello, it's me. Ich kann nicht singen und mach's trotzdem. Yee. At first I thought you, I would let you make your journey alone, but I could not stop worrying about you. Your adventure must have been have so treacherous. Sie konnte nicht aufhören, sich Sorgen zu machen und nun ist sie hier. And ultimately, it would burn you with a horrible choice. Ja, dieses Abenteuer hätte eine schreckliche Entscheidung für mich bergen können, die ich schon treffen musste beim letzten Mal. Und zwar Asgore und alle Monster. So, die Monster oder die Menschen, um es kurz zu sagen. To leave this place, you would have to take the life of another person. You would have to defeat Asgore. However, I realized, I cannot allow. Sie kann nicht erlauben, dass ich Asgore töte. It's not right to sacrifice someone simply to let someone leave here. Ja, ich darf niemanden töten, um sie noch zu verlassen. Is that not what I've been trying to prevent this whole time? Ich hätte ihn letztes Mal schon verschont, wenn ich gekonnt hätte, aber der Typ hat meinen Mercy-Button in 20.000 Stücke gehauen. So for now, let us suspect. Ja, der Kampf wird nicht stattfinden. As terrible as Asgore is, he deserves Mercy too. Ja, ich weiß, er verdient auch Mercy. Das Problem ist, dass ich ihm das nicht geben kann, wenn er meinen scheiß Button zusammenhaut. Aber ich hätte ihn ja sogar verschont, wenn dann nicht Flowey gekommen wäre. Der Haufen Scheiße. Tori, you came back. Do not Tori me, Dreamer. Ja, das sage ich auch immer. Anstatt duzen oder so, einfach Tori. Tori mich nicht. Geiler Satz. You pathetic whelp. You really wanted to free our kind. You could have gone through a barrier after you got one soul, taking 6 souls from the humans, and then come back and free everyone peacefully. Das stimmt. Wenn Asgore wirklich die Monster hätte rausholen wollen, hätte einfach die eine Menschenseele, die sie hatten, nehmen können. Obwohl. Nee, warte. Hatten sie
die eine wissen, dass Ezreal, der Sohn der beiden, schon die Seele absorbiert hatte und dann ist er eben auch gestorben. Ich weiß nicht, ob die Seele noch da war, aber auf jeden Fall hätte er mit einer Menschenseele einfach die Barriere durchqueren können und dort 6 Menschenseelen holen und alle schnell und friedlich befreien. But instead you made everyone live in despair. Because you would rather wait here meekly hoping another human never comes. Ja, lieber hoffen, dass niemand mehr kommt. Ich bin für eine Sekunde weg, ich brauch was zu trinken. Ich nehme hier gerade den dritten Part in Folge auf. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Damit habe ich gerade gesagt, ich habe den gesamten Pazifisten-Run, wenn man so will. Okay, eigentlich war von Part 1 an Pazifisten-Run. Aber alles nach dem neutralen Ending habe ich jetzt gerade in Folge aufgenommen. War aber auch echt nicht lang bis jetzt. Und, ne, man sieht, das wird noch sehr lange dauern. Sorry, you're right. Miserable creature. Okay, selbstbeleidigend. But do you think we can at least be friends again? Es kommt mir, dass wir ja können, wir sind Freunde sein. No! Esko. Esko hast du vergessen. Ja, Esko, human. No, but fight each other. Everyone's gonna make friends or else. Hello, I'm Toya. Are you the human's friend? It's nice to meet you. Yeah. Nice to meet you. Oh nein, so richtig nett, nachdem sie auch noch ist. Hey, Esko, es ist deine Ex. Jeez, that's rough, buddy. Hi, Elfis. Hey, nobody heard each other. Alle wollen nicht, dass hier gekämpft wird. Oh, are you another friend? I'm Toriel, hello. Hi. There's 2 of them? Das sind 2 von ihnen. Hey, nobody fight each, anyone. If anyone fights anyone, then I'll be forced to ask Undyne for help. Ja, das ist populist. Wenn irgendjemand ihn irgendwen bekämpft, dann ist er wohl leider gezwungen, Undyne zu fragen. Hello. Oh, hello, your majesty. Hey, human. Did Esko shape and clone himself? Ja, hat Esko sich selbst geklont und sein Bart rasiert? Hey guys, what's up? That voice! Ja, Sans war ja bereits bei den Ruinen und hat durch das Tor mit Toriel geredet. Hello, I think we may know each other. Oh hey, I recognize your voice. I'm Sans, I'm Toriel. It's nice to meet- ja, noch gar nicht gesagt, guys. The name Sans, and the same. Oh, wait, then. This must be your brother, Papyrus. Greetings, Papyrus. It's so nice to finally meet you. Your brother has taught me so much about you. Ja, sie haben sich natürlich über viele Unterhalten. Und Undynes Fresse oben finde ich immer noch fest. Wowie! I can't believe Esko's clone knows who I am! Best day of my life! Es ist der schönste Tag in seinem Leben. Esgors Klon aka Toriel weiß, wie er heißt. Und ganz wenig sehen die beiden sich jetzt auch nicht. Hey Papyrus, what does a skeleton tile his roof with? Snowproof roof tiles? No, silly. Skeleton tiles his roof with shingles! Den verstehe ich nur auf Deutsch. Da war das irgendwie, da war das irgendwie, mit welchem, wie öffnet ein Skelett seine Tür? Papyrus hat da gesagt, mit einem Schlüsselknochen. Nein, natürlich mit dem Schlüsselbein. I changed my mind. This is the worst day of my life. Ja, jetzt ist natürlich der schlimmste Tag im Papyrus. Come on, Esko. It's gonna be okay.
There are plenty of fish in the sea. Doesn't the fish swim here? Yeah, Esdor. Man's totally right about that fish thing. Sometimes you've just got to stop going after furry boss monsters and manchmal muss man einfach aufhören, den haarigen Bossmonstern hinterher zu jagen. Das ist immer eine gute Lebensweisheit. You just get to know a really cute fish. Man muss einen niedlichen Fisch kennenlernen. It's a metaphor. Well, I think it's a good analogy. Verpiss dich! Wir wollen hier ein Happy End. Und mit dir, Haufen Dreck, kann's kein Happy End werden. Jedenfalls nicht, nachdem ich dich bekämpft hab. Oh my god, will you two just smooch already? The audience is dying for some romantic action. Er hat gefragt, ob die beiden endlich knutschen wollen, weil das Publikum will romantische Action. Shut up! Man, enough. That guy, right, Alphys? Alphys? No, he's right. Let's do it. I guess if you want to, then don't hold anything on back. Das ist ein bisschen cringe, die Szene. Warum habe ich gerade BTF gelesen? Wait, not in front of the human. Nicht vor mir. Alright, sorry, I got a little carried away there. Natürlich nach unten weggegangen und kommt auf einmal von oben runtergefallen. Oder, nee, der ist nach links gegangen. Hier sind meine besten Freunde aus dem Untergrund alle versammelt. Ich überleg grad, ich glaube, da sind auch alle Bosse in diesem Spiel drin. Jedenfalls, wenn man bedenkt, dass anscheinend Metaton noch rechts an der Seite steht. Also alle richtigen Bosse. Ja, doch, müsste. Auch wenn Elf ist jetzt natürlich kein Boss war. Man kann sie an der Stelle von Metaton sehen, weil sie den Körper gebaut hat, aber... Hey. My child, it seems as if you must stay here for a while. Ja, ich muss hier wohl für eine Weile bleiben. But looking at all the great friends you have made... Das ist ein Pazifist, man. I think you will be happy here. Hey, that reminds me. Papyrus, you called everyone here, right? Papyrus hat alle hierher gerufen, Leute. Well, besides, anyway, if I got here before you, Elf ist schon vor dir da. How did you know how to call anyone? Ja, stimmt, ja, der ist geschafft, alle herzurufen. Ich bin wegen einem Anruf gekommen mit einer Stimme, die ich noch nie gehört habe. Er hat gesagt, okay, nee, die hat nur über irgendwas Sinnloses geredet. Ich bin gekommen, weil ich musste. Let's just say, ja. Wir sagen einfach, a tiny flower helped me. Oh, der Plot-Twist. Eine kleine Blume. A tiny flower? Ja. Sans natürlich wieder mit seinem Ding in die Firma. Da ist er mal wieder. Ich will das Happy Ending nicht zulassen, der Haufen Scheiße. You idiot! While you guys were having your little powwow, I took the human souls. And now, not only those are under my power. Diesmal hat Bau nicht nur die Menschen gehen. Nein, diesmal. But all of your friend souls are gonna be mine too! Alle Seelen von meinen Freunden sind ebenfalls. You know what the best part is? It's all your fault! It's all because you made them love you! All this time you spent listening to them, encouraging them, caring about them. Without that, they wouldn't have come here. And now with their souls and the humans together, I will achieve my real form. Omega Flowing Acker, Photoshop von Flowing war natürlich nicht seine wahre Form. Kann er jetzt erst erreichen, ne? Huh? Why am I still doing this? Don't you get it? This is all just a game! If you leave the underground satisfied, you will win the game. Ja, Flowing, ja, passiert das Ganze jetzt im Spiel. Sobald ich mich und
als mein Happy End, das ich will, dann habe ich das Spiel gewonnen. If you win, you want to play with me anymore. Wenn ich gewinne, dann werde ich nicht mehr mit mir spielen. Das ist ganz einfach und logisch. And what would I do then? But this game between us will never end. This game will never end. I hold a victory in front of you, just within your reach. And then tear it away, just before you grasp it. Over and over and over! Well, listen, if you do defeat me, I give you your happy ending. Wenn du jetzt noch besiegen kannst, dann wird das happy ending geben. I'll bring your friends back and destroy the barrier. Everyone will finally be satisfied. Wow, ich hab jetzt auch keine Zeit, der war schon wild, oder? Der Pirate gab es nicht. Aber wenn ich es schaffen würde, er wird die Barriere zerstören, jeden freilassen, mir mein perfektes Happy End geben. Eigentlich werden alle zufrieden sein. But that won't happen! You! I'll keep you here no matter what. Er wird mich hier behalten und immer. Ich nehme ihn, killing you 1,000,000 times. Er greift mich an, noch ein Leben und what? Do not be afraid, my child. No matter what happens, you will always be there to protect you. Ich krieg mehr Leben. Geh weg. Nein, ein Speer und ein Knochen. That's right, human, you can win! Just do what I would do. Believe in me. Hey, human, you got past me, you can do anything. So don't worry, we're with you all the way. You haven't beat this guy yet. Come on, the weirdos got nothing on me. Ich hab noch nicht gewonnen, but you can't do anything. Weiter. Feuer. Technically, it's impossible for you to beat them, but somehow I know you can do it. Eigentlich ist es unmöglich, du sagst, aber das weiß ich ganz schön. Human, for the future of humans and monsters, you have to stay determined. Ich muss mich schrecken. All meine Freunde, Monster, ich habe lauter Macht. Ich muss finishen, ich muss es schaffen. Und auf den höheren, niedrigeren Grund zum Beispiel. Die Königs. Oh no! Unbelievable! This can't be happening! You... I can't believe you are all so stupid! Er kann nicht glauben, dass alle hier so... Nein! Ja. Und wer ist das? Vermutlich kann man es sich denken, wenn man die anderen Folgen gesehen hat. Vor allem 14 und 16. Finally, I was so tired of being a flower. Er war gelangweilt, eine Blume zu sein. Und das ist er. Howdy, Günther, are you there? It's me, your best friend. Ezreal, Dreamer. Flowey ist in Wirklichkeit der Sohn von Ezreal und Toriel. Was soll er labern? Ich Escor und Toriel. Oh Gott. Ja. Flowey ist Ezreal, also der Sohn von Escor und Toriel. Und jetzt bekämpft er mich, Günther, seinem besten Freund, wie er mit einer richtig geilen Mucke und einem richtig krassen Film. Ezreal Green, Hope Green und Shaq. Oh.
wieder den Charme, den ich anwende. Und die Sterne. Und das ist wieder die Sache. Er haut gleich einen Schockerbreaker aus. Sache ist die, dieser Kampf, man kann diesmal wirklich nicht sterben. Aber wenn die Leben auf Null gehen, wird man 3 Runden im Kampf zurückgesetzt. Ja, ich bin echt bereit. Damage Run. You know me. I don't care about destroying this world anymore. Er will diese Welt nicht mehr aus. Aber ich bin ganz gut gedodged. After I defeat you and gain total control over the timeline, I just want to reset everything. Wird alles zurücksetzen, sobald er die Kontrolle hat. Scheiße, weiter. Es ist Zeit, hier noch ein bisschen Weg. All your progress, everyone's memories, I'll bring them back to zero. Er betont nochmal, dass er wirklich alles zurücksetzt. Alle als Überwind in jedem. Und ich hab diese Attacke gerade nicht wirklich komplett gedodged. Was zur Hölle mache ich hier gerade? Ich wusste nicht mal, dass das möglich ist. Wenn man übrigens Grün macht. Ich überlege, warum ich jetzt hier bin. Und ja, mein Inventar wird mich freuen, wenn ich voll heilen werde. You can do everything all of my life. Er will alles nochmal. Ich hab zwar gerade einen Katze, aber deutsche Lübe krass in den Kamm. And you know what the best part of all this is? You will do it! Ein riesiger Laser. Ich bin relativ low, aber ich hab hier Last Dream. Durch Entschlossenheit wurde der Traum wahr, lebensvoll. And then you'll lose me to me again. Und ich werde wieder den Leben verlieren, sobald er alles verliert. And again. Ich werde immer wieder verlieren, egal was ich mache. Er wird immer wieder kommen. Und er wird alles wieder zurücksetzen und wieder. Aber man hat es wirklich. Aber nur dezent. Because you want a happy ending. Weil ich ein Happy End will, wird alles wieder und wieder passieren. Und dieser Typ macht mir ein bisschen viel Schaden, muss ich sagen. Because he loved your friends. Junge! Schiff 13. Because you never give it up. Weil ich nicht so aufgehört. Ja, war klar. Ich wusste nicht mehr, was ich machen kann. Aber es weigert sich. Ich werde, wie gesagt, ein bisschen zurückgesetzt. Meine Items, aber nicht deswegen ist jetzt ein guter Punkt, Dream zu machen. Er wird erst wieder was sagen, wenn ich wieder da bin, wo ich gestorben bin.
groß machen. Das ist ein bisschen crazy. The power that will let you get this far. It's gonna be your down. Mein Entschlossen ist wirklich all das mein Ende. Sehr schön. Nein, jetzt. Ich auch auf den. Schade. Now, in nasty messing around, attempt to touch this time in once and for all. Er wird diese Zeit in mir jetzt endgültig zerstören. Mit einer etwas. Man hat hier immer noch einen Kaffee. Ich bin after that attack. You're still standing in my way. Ja, ich bin immer noch in deinem Weg. Nach dieser Attacke und ich werde auf mich aufgehen. Oh, you really are something special. But don't get cocky. Up until now. Und ich bin so wie eine Fraction of my real power. Let's see what got to be your determination. What good your determination is against this. Er wird fett. Seine wahre Form. Der Engel aus der Prophezeiung. Es wird blockiert in die. Ich kann nicht zur Seite, ich kann nur act. As real struggle. Kann mich nicht berühren. Ja, behold my true power. Ja, hier stirbt man eigentlich immer, aber da wird man auch nur hier hingehen. Und ich kann nur weitermachen. I can feel it. Every time you die, your grip on this world slips away. Jedes Mal, wenn ich sterbe. Vergessen meine Freunde mich ein bisschen mehr. Mein Abstand zu dieser Welt größer. Your life will end here in a world where no. Niemand wird sich an dieser Primaren. Die ganze Welt endet. Kann nicht so. Still you're hanging on. That's fine. In a few moments you'll forget everything. That attitude will stop you in your next life. Ich werde alles vergessen. Das wird mein nächstes Leben auch sehr hilfreich sein. Ja, ich werde hier auch noch einige Zeit hängen, weil meine Dodging Skills nicht mehr verlassen. Still, come on, show me what good your determination is now. Was bringt mir meine Entschlossenheit jetzt? Ich kann mich nicht bewegen, es passiert nichts. Ich versuche mich zu bewegen, es passiert nichts. Ich versuche meinen Safe-File zu erreichen, nichts passiert. Ich versuche es nochmal, nichts passiert. Das Spiel speichern ist unmöglich. But it's impossible to save your file, but maybe with what little power you have, you can save something else. Hier, der Egg-Button hat sich in einen regenbogenfarbenen leuchtenden Save-Button verwandelt. Und hier sind all meine Freunde. Sans Glitzel für extra. Erreiche Asriels Seele und grüße nach meinem Freund. Sind da drin. Gegen etwas reagiert. Verlorene Seelen haben auf Papyrus und Sans. Das Oberste müsste Papyrus sein. Ja. Hier ein Witz. Schlechter Witz. Er scheint zu nah sterben oder nicht. I must capture human. Just give up, my dude. Junge, glaubt ihr, damit kriegt ihr mich dran? Ich weiß, im Papyrus-Kampf habe ich abgekackt. Aber nie wieder. You judge me. Ich habe darüber nachgedacht, was ich getan habe. Das versucht mich zu ändern. Then everyone will.
Kreuzverhör. Ich glaub auch, die Kreuzverhör für mich stehen hat. Die Mem, die Entnahme kommt zurück. Und die andere verlorene Seele erinnert sich auch. No way, you're my friend, I could never catch you! Na, I'm a ring for your kid. Sandy hat die Rücken zurück. Irgendetwas reagiert nicht. Das wollte ich. Aber es will sowieso nicht funktionieren. Es war. Irgendetwas reagiert wieder. Und die nächste Kanone. Gymnasium. Ich weigere mich. Das war ja auch noch so. Hey, Astors Attacken kehren zurück. Sie stehen einfach da, im Arm. Ich werde sie wieder sehen. No one will leave again, dieses Mal, DLC. Niemand wird je wieder gehen können, sagt Toriel. Und so dodge anders, aber die werden ja auch nicht schneller. Preferen. You tell a lot, so you prefer Cinnamon. Ich bevorzuge Zimt. Merkt euch das alle! Sie erinnert sich, das schon mal gehört zu haben. Nächste Espo-Attacke. Sorry, dass du anscheinend kannst. Nochmal Tor. Ich muss gehen, wenn ich jemanden retten will. Und ihre Erinnerungen ganz zurück. Und andere auch. Mir fällt es ab zu. You right now, you are a creature. Noch, noch wenige weitere an deinem Elfes. Etwas reagiert weiter. Act. You fake it. Und, du bekommst, oh, ich jubel zu mir dahin. Nicht die schwerste Attacke. Ich will wissen, wie man lernt. Ja. Spring? Das weiß ich nicht mehr. You are a real enemy. Ich will mir das Kochen beibringen, wenn sie nicht weiß, warum. Leute, die Attacken sind zu leicht für mich. Smile. Ich weiß, dass sie das gerne machen. Oh, sie bekommen jetzt schon mal Rüstung. Was haben sie jetzt auch? Okay, yes. Ja, ich zum Beispiel bin sehr okay, aber ich bin ein Walross, also ein Brainpark-Elf ist halt. Und es reagiert noch etwas. Sie kommt auch wieder. Ein Quiz. Ich frage sie, ob sie mir bei einer Quizfrage helfen kann. Sie muss sich sehr zurückhalten mit den Antworten. Right, you don't do. Also ich hatte vor allem gesagt. Also hör auf, sie zu benutzen. Aber ich kann es nicht dodgen, weil ich Skill hab. Encourage. Ich werde sie weiter unterstützen. Und I got to keep lying. Ich hasse dich, Elfschiff. Ich will dich nicht retten. Was hier passiert? Und sie bekommt auch nicht. Now that's not true, my friends like me, and I like you too. Komm wir heim. Meine, die Seelen meiner Freunde reagieren mit der von Ezra, aber ich kann immer noch den retten. Jemand anderen. Irgendwie, als meine Freunde sich an einem irgendetwas anderes reagierte immer stärker mit der Seele. Und es ist immer noch eine Person da, die gerettet werden muss. Aber wer? Suddenly, you realize. You reach out and call their name. What are you doing?
nochmal die Geschichte von Asriel in Bildern. Der Mensch, der runtergefallen ist. Er hat ihn gefunden und ihm geholfen. Toriel und Asgore. Ich kann die Seelen meiner Freunde fühlen. Asriel Dreamer retten. What did you do? What's this thing? What's happening to me? No, no, I don't need anyone. Er sagt, er braucht niemanden. So, ich möchte jemanden treffen, der mir sagt, er hat diese Attacke gerade No-Hit geschafft. Ich probiere es nochmal. Stop it, get away from me. Do you hear me? Ein Tio Farm hat soll wegziehen. Oh, seine Angriffe werden deutlich schlechter. Und sogar ich schaffe es nicht, getroffen zu werden. Günther, do you know why I'm doing this? Why I keep fighting to keep you around? Er macht ein Tutorial. Er versucht mich nicht zu treffen. I'm doing this because you're special, Günther. You're the only one that has a name like this. Who is the second E? Are you stupid? Also, genau das originale Text. You're the only one that understands me. You're the only one who's ain't any fun to play with anymore. Ich bin der Einzige, der ihn wirklich spielt. No, that's not just it. I'm doing this because I care about you, Günther. I care about you more than anybody else. Und im Hintergrund diese Musik. I'm not ready for this to end. Er ist nicht bereit. I'm not ready for you to leave. I'm not ready to say goodbye to someone like you again. Er will schon wieder Abschied von jemandem wie mir. Weiter. So, please, stop doing this and just let me win. Ein 0,9. Ich mach ein Stop it! Meine Lebensleistung. Stop it! Meine ganzen Sachen unten. Meine Lebensleistung ist eben sehr gut. 0,00000000001 von 20. Ich gehe. Günther. Man merkt schon, es wird alles dunkler. I'm so alone, Günther. Warum hast du Englisch ausgesprochen? Günther, what's going on, Günther? I'm so afraid, Günther. Günther, I. Ja, das war's mit dem Kampf. Er ist wieder normal. I'm so sorry. Es tut ihm leid. I always was a crybaby, wasn't I, Günther? I know, you're not actually Günther, are you? Das ist wirklich das Krasseste an dem ganzen Spiel. Ja, wir haben den gefallenen Menschen benannt. Aber den ersten... Wir sind ja bereits der 7. gefallene Mensch. Günther ist der Erste, der den Asriel damals gefunden hat. Daher kommt der Name auch in diesen Videotapes. Günther's been gone for a long time. Ja, er ist weg. What is your name? Frisk? Das ist, was ich am Anfang im ersten Part meinte. Wenn man diesen Namen dem ersten gefallenen Menschen gibt, aktiviert man den Hard Mode, indem man zum Beispiel bereits in den Ruinen die Final Froggits trifft, die man sonst nur im Chor trifft. That's a nice name, Chris. I haven't felt like this for a long time. As a flower, I was soulless. Als Flowey war, wie gesagt, seelenlos. I lacked
erlegte die Power, andere Menschen zu lieben. Nee, er konnte es einfach nicht. However, with everyone's souls inside me, I not only have my own compassion back, but I can feel every other monster's as well. Er kann jedes Monster fühlen. They all care about each other so much, and they care about you too, Frisk. I wish I could tell you how everyone feels about you. Papyrus, Sans, Undyne, Elphys, Toria. Eskor natürlich nicht, nee. Monsters are weird. Even tough, they barely know you. Feels like they really love you. Frisk, I understand if you can't forgive me. Understand if you hate me. They acted so strange and horrible. Er versteht es, wenn ich ihm nicht verzeihen kann. Er hat so komisch gehandelt. So warum-mäßig. Er hat versucht, mich umzubringen und alles zurückzusetzen, was ich hier erreicht habe. I hurt so many people. Friends, family, bystanders. It's no excuse for what I've done. Junge, ich bin Pazifist. But what, Chris, come on. You're gonna make me cry again. Besides, even if you do forgive me, I can't keep the souls inside of me. Ja, er kann die Seelen nicht in sich behalten. The least I can do is return them. But first, there's something I have to do. Right now I can feel everyone's hearts beating as one. Er kann alle Herzen wie eins schlagen fühlen. They're all burning with the same desire, with everyone's power, with everyone's determination. It's time for monsters to finally go free. The barrier was destroyed. Die Barriere existiert jetzt nicht mehr. Heute mal ein extra langer Part, weil ich bin noch nicht fertig. Ich will das Ganze schon noch mit Credits in einem abschließen. Frith, have to go now. Without the power of everyone's souls, I can't keep maintaining this home. In a little while, I'll turn back into a flower. Bald wird er wieder eine Blume sein. I'll stop being myself. Fick dich, Motorrad, du zerstörst die Atmosphäre. I'll stop being able to feel love again. So, Frisk, it's best if you just forget about me, okay? Just go, be with the people who love you. Ich soll ihn einfach vergessen. Ich soll mit denen gehen, die mich lieben hier. I don't want to let go. Frisk, you're going to do a great job, okay? No matter what you do, everyone will be there for you, okay? Jeder wird für mich da sein, was auch immer ich tue. Well, my time's running out. Goodbye. Er verabschiedet sich. By the way, Frisk, take care of Mom and Dad for me, okay? Nun. Frisk, this is all just a bad dream. Please, wake up. Hier, direkt vor dem Ende. Alle sind da. Oh, you're awake. Thank goodness. We are so worried. Felt like you were out forever. Yeah, and long I know, would have freaked out. Tell us next time you decide to take a nap, okay? Ich muss mir das Bescheid sagen, wenn ich eine Runde schlafen gehe.
make the pirates cry like a baby. What? I didn't cry. I don't cry. I just cast something in my eye. Ja, hat mich gemeint. Er hatte nur was in seinem Auge, nicht in meinem. What did you catch? Tears! Er hatte nur was im Auge. Er hat nicht geweint. Was hat er denn im Auge? Tränen. No, no. The important part is that Frisk is alright. Here, Frisk. Why not drink some tea? It'll make you feel better. How about we give them space first? They must be very exhausted. From what I'm not saying. Ja, ich muss ziemlich kaputt sein. Sie wissen zwar nicht wovon, aber... Ja, Frisk, we do not remember exactly what happened. There was a flower, and then everything went white. But now the barrier is gone. When you are ready, we will return to the surface. It seems the door to the east will lead us there now. But before then, perhaps you might want to take a walk. You can say goodbye to all of your wonderful friends. Do as you wish, we will wait for you here. Ich kann noch... Ja, ich werde noch... diese Welt einmal bereisen. Ich werde euch vermutlich hier eine Timelapse geben, weil ich nicht sein kann, aber ich werde bis zu den Ruinen zurückkehren, zum Anfang der Ruinen, und vorher einen kurzen Zwischenstopp bei der merkwürdigen verschlossenen Tür in der Höhle in der Nähe von Snowden einnehmen. Alle Hunde mit ihrer Familie, zu der auch, Moment, nee, der Lesser-Dog fehlt, aber mit dem Amalgamate. Now that our parents are the same entity, does that mean I'm married to my sister? Wait, we are dogs, that stuff's normal. Having an emperor's shambling family member is great. They're always moving, so I can see them 100% of the time. Werde ich euch nicht zeigen. Denn, das kann ich gleich mal erklären, ist nichts Schlimmes. Denn gleich kommen nochmal Credits mit allen Mitarbeitern an diesem Spiel. Und währenddessen kann man den Namen ausweichen. Diese Tür öffnet sich, wenn man keine Hits kassiert in den Credits. Der nächste Amalgamate. The doctor, she brought my wife back from the dead. My son, he seems happy again. Our family, it's bigger than ever. Now that my wife is combined with 16 other people. Mom might have to share her mind with other people now, but she's still my mom. And that's cool, cause we're made of ice and stuff. What? It's a joke. Laugh at it. Thank you.
Ich bin da. Ich hoffe, ihr habt mich gerade im Hintergrund pfeifen gehört während der Timelapse. Und hier finden wir Ezreal. Hey. Don't worry about me. Someone has to take care of these flowers. Chris, please leave me alone. I can't come back. I just can't. Okay. I don't want to break their hearts all over again. It's better if they never see me. Why are you still here? Are you trying to keep me company? Frisk. Hey, let me ask you a question. Frisk, why did you come here? Weil ich diesen... Achso, ich dachte, meinst du es gerade zu dir. Ich wollte gerade sagen, weil ich diesen geheimen Dialog kenne und führen wollte. Aber meint zum Berg. Everyone knows the legend, right? Travelers who climb Mount Everest are said to disappear. Die, die den Berg besteigen, werden nie zurückkehren. Frisk, why would you ever climb a mountain like that? Was it foolishness? Was it fate? Or was it because you... Well, only you know the answer, don't you? Einfach Sturheit, Neugierde. Ja, nur, ich kenne ihn. I know why Günther climbed the mountain. It wasn't for a very happy reason. This guy be honest with me. Er wird wirklich ehrlich zu mir. Günther hated humanity. Das stimmt. Ich hasse die Menschheit. Ich hoffe, alle, die hier zugucken, gehören der einzig wahren Rasse der Walrosse an. Denn ansonsten muss ich euch leider blockieren. Why did they never talk about it? They felt very strongly about that. Chris, you really are different from Gintur. In fact, it's tough you have similar fashion choices. Ähnliche Kleidung ist die. I don't know why I ever acted like you were the same person. Maybe the truth is, Günther wasn't really great. Ich bin raus hier. Ich lasse mich gerade nicht wirklich von einer Ziege beleidigen, die gerade versucht hat, die gesamte Zeitlinie zurückzusetzen. Und ich habe sie besiegt, ohne anzugreifen. Fick dich. Scheiße, jetzt habe ich hier auf meine Tastatur gespuckt. Ich bin schlau. So. Why, Frisk? You're the type of friend I wish I always had. So maybe I was kind of projecting a little bit. Let's be honest, I did some weird stuff as Flower. Ja, du hast ein bisschen was sehr größten Wahnsinniges gemacht als Flower. Du bist zu einem komischen Photoshop-Monster mutiert. That's one last thing I feel like I should tell you, Frisk. When Günther and I come in our swords back, Frontworld, our band, was actually split between us. They were the one picked up their own empty body. And then, when we got to the village, they were the one that wanted to reduce our power. I was the one that was listed. Günther wollte eigentlich die Menschen bekämpfen und dort zerstören. And then, because of Louis, well, that's why I ended up a flower. Die Geschichte kennen wir. Frisk, this whole time, blamed myself for that decision. That's why I adopted that horrible view of the world. Kill and be killed. But now, after meeting you, Frisk, I don't regret that decision anymore. Er bereut seine Entscheidung nicht. I did the right thing. If I killed those humans, we would have had to wage war against all of humanity, and in the end everyone went free, right? I still feel kind of sad knowing how long it took. So maybe it wasn't a perfect decision, but you can't regret hard choices your whole life, right? Well, not that I have much of a life left. Oh, er sagt, man sollte solche Entscheidungen nicht sein ganzes Leben bereuen. Er hat ja eh nicht viel Leben übrig. But that's besides the point. Frisk, thank you for listening to me. You should really go be with your friends now, okay? Oh, and please, in the future, if you see me, don't think of it as me, okay? I just want you to remember me like this. Someone that was your friend for a little while. Oh, and Frisk, be careful in the outside world, okay?
despite what everyone thinks. It's not as nice as it's here. There are a lot of flowers out there. Da sind viele Flowies hier draußen. Oh, bitte nicht, ey. Das Ding ist so scheiße hässlich, wenn es seine Omega-Form annimmt. Da muss ich aufpassen, dass keine Blume vorbeikommt, die 6 Menschen tötet und dann zu einem Mutanten wird. And not everything can be resolved just by just being nice. Frisk, don't kill and don't be killed, alright? That's the best you can strive for. Scheiße, es klingelt an der Tür. Ich bin jetzt ein Arschloch, ich mach das dann im nächsten Part. Ciao. Hab ich Ende gesagt? Komm, wär doch ein bisschen mies. Die paar Minuten machen da jetzt auch keinen Unterschied mehr. Ein letzter Save. Wenn ich hier rausgehe, wird mein Abenteuer endgültig zu Ende sein. All meine Freunde werden mir folgen. Ich bin bereit. Than on TV, way better than my imagined. Good Frisky, live with this. The sunlight is so nice and the air so fresh. I really feel alive. Hey Sans, what's that giant ball? We call that the sun, my friend. That's the sun? Wow! I can't believe I'm finally meeting the sun. I could stand here and watch this for hours. Yes, it's beautiful, is it not? But we should really think about what comes next. Oh, right. Everyone, this is the beginning of a bright new future. An area of peace between humans and monsters. Frisk, I have something to ask of you. Will you act as our ambassador to the humans? Ja, ein Vermittler zwischen Menschen und Monstern. Natürlich mache ich das. Yeah, Frisk will be the best ambassador. And I, the great papyrus, will be the best mascot. I'll go make a good first impression. Das Maskottchen. Well, someone's gotta keep him from getting into trouble. See you guys. Sonst geht natürlich wieder woanders hin. Man, do I have to do everything? Papyrus, wait! And I'm wet up. Oops. Should I do something? Yeah. Well, gotta go. It seems that everyone is quite eager to set off for an escort. Frisk, you came from this world, right? So you must have a place to return to, do you not? What will you do now? An sich ist das Ende, wenn man sagt, man bleibt dort, natürlich viel cooler, aber ich kenne das halt schon. Ach komm, ich bin klassisch. What? Frisk, you really are a funny child. If you had said that earlier, none of this would have happened. It's a good thing you took so long to change your mind. Well, I suppose, if you really do not have any other place to go, I will do my best to take care of you for as long as you need. Alright? Now, come along. Everyone is waiting for us. Run ist zu Ende und ich feiere das Spiel einfach. Professioneller Frosch. Bei Tammy. Neugeborener Boba.
Master Blue. DJ. Mit dieser Kugel da drin gibt es den Waterfall im Space. Die Waterfall, der kann einen zurückbringen. Boah, wenn ich eine Punktzeit vergeben muss, dann ist das Spiel. Da bezieht den Genocide Run einfach mal mit ein, aber ich finde das Spiel einfach geil. Das ist das für mich mein Lieblingsspiel überhaupt. Ich gebe 97. Bei Toby Fragezeichen. Der Lesser Dog und der Greater Dog. Da sind Andan und Elfis am Strand und Onion sagen. Onion ist wieder weg. Und dann hat gerade Stein zusammengeschlagen. bei Tammy unter 2. Tammy. Mad Dummy. Jetzt heißt er Angry Dummy. Und da kommt natürlich Mellatron mit Blue Key als DJ und Burger Pants heißt er als Busch. Vulcan Zahnbastel. Knappet, aua. Sie hat eine Bäckerei eröffnet. Die Königswachen. Final Froggy Wingsalot. Das lange Battle endlich geendet. Das ist ein Brillenverkäufer, der Aktivierter. Magic und Night Knight. Streetmark, Straßenmagier. Und Rundmark. Die Amalgamates leben mit ihren Familien zusammen. Escor und Monster Kid. Der schneidet gerade einen Papyrusbusch. Toriel hat ihre Schule eröffnet. Der Mount Abbott. Die End. Do you really think it was over? The special thanks yet. Ready? Let's end all of this for good. Jetzt kommen noch hier Spezialdanke. Ich sag ja, man muss allen Namen ausweichen, um die Öffnung den Entwickler für die Fox als Hund zu finden. Als den neuen Doppel genau. Lol. Ich wusste nicht, dass das gönnt euch. Gebt mir natürlich Mühe, auch wenn ich es nicht schaffe. Aber ja, nicht wirklich. Thank you.
Boah, ich dodge hier echt besser als ich dachte. Scheiße. Natürlich noch Asriel's Battle Team Hope von Greens in dem Zeitpunkt. Okay, wie man hier da steht. Scheiße. Ich glaube, da gerade ernsthaft Dragon Lord, also Drachen Lord. Yay, hey, Drachen Lord. Ja, ich habe mich besser eingestellt, weil ich dachte, die Credits sind erfahren machen. Hier, Touch Credits. Thanks to friends and family for supporting us and Undertale Team. Gute Nacht. Jetzt sollte es mir nach auch mal aufhören, der Part ist etwas lang. Aber hey. Diese Szene bekommt man, wenn man mit Toriel noch mitgeht. Und hier eine geheime Szene, wenn man schon einen Genocide-Run hatte. Das war's. Ciao. His Theme. Das ist offiziell Asriel's Theme. Endet dieser Screen noch? Ich sag einfach Ciao, Leute. Kurzer Nachtrag, der neue Doc ist gerade aufgetaucht. Er hat gesagt, Toby Fox.